Gut. Nun, da du auf demselben Stand bist wie ich, können wir zusammen im Buch weiterlesen und du kannst mir bei der Lösung der Beispiele helfen. Ah ja, hier beginnt gerade eine neue Geschichte. Also los. Wir befinden uns in der Zukunft, im Jahr 2134, und begleiten die beiden jungen Astronauten Bernie und Alex auf ihrer neuen Mission. Ihr Ziel, der Mars. Sie steigen also in ihr Raumschiff und machen sich bereit zum Start. Hier stellt sich ihnen schon die erste Hürde, denn die Erde zu verlassen ist nicht sehr leicht. Dafür muss ihre Rakete eine Geschwindigkeit von ungefähr 7,91 Kilometer pro Sekunde erreichen. Das klingt vielleicht nicht viel, doch berechnet ihr einmal, wie viele Kilometer die Rakete in nur 25 Sekunden zurücklegt. Stoppe jetzt das Video, um selbst zu rechnen. Lösen wir also die Rechnung 7,91 mal 25. 1 mal 2 ist 2, 2 mal 9 ist 18, also 8 und 1 Übertrag, und 7 mal 2 ist 14, plus 1 ist 15. Setzen wir eine 0 hinten dran und beginnen mit der nächsten Zeile. 1 mal 5 ist 5, 9 mal 5 ist 45, also 5 und 4 Übertrag, und 7 mal 5 ist 35, plus 4 ist 39. Addieren wir nun die zwei Zahlen, so erhalten wir 5, 7, 7, 9 und 1. Da unser Faktor zwei Nachkommastellen hatte, setzen auch wir das Komma nach der zweiten Stelle von rechts und erhalten 197,75. Sie legen also 197,75 Kilometer zurück und erreichen somit nach nur 25 Sekunden die oberste Schicht der Atmosphäre. Aber trotz dieser Geschwindigkeit ist die Reise zum Mars sehr lang und mühsam. Wir springen daher an das Ende ihrer Reise und finden uns bei ihrer Landung wieder. Die beiden begeben sich nun auf die Suche und schon bald entdecken sie auch den Grund ihrer Reise. Zwischen dem roten Marsgestein strahlt ihnen plötzlich der Glanz von Marsedelsteinen entgegen. Diese sind so wertvoll, dass man auf der Erde für einen Gramm ganze 245,96 € zahlt. Ein einziger dieser Edelsteine wiegt jedoch schon um die 14,85 Gramm. Kannst du den beiden helfen und ihnen verraten, wie viel dieser eine Edelstein wert ist? Stoppe das Video, um es dir selbst zu berechnen. Lösen wir also die Rechnung 245,96 mal 14,85. Die erste Zeile ist mal 1, also können wir die Zahlen abschreiben und hängen eine 0 hinten dran. In der zweiten Zeile erhalten wir bei der Multiplikation mit 4 4, 8, 3, 8 und 9 und hängen vor der nächsten Zeile wieder überall eine 0 hinten dran. Die dritte Zeile ergibt bei der Multiplikation mit 8, 8, 6, 7, 6, 9 und 1. Und wieder hängen wir eine 0 an und ab zur letzten Zeile. Dort erhalten wir 0, 8, 9, 2, 2 und 1. Super, jetzt addieren wir noch die Zeilen zusammen und erhalten 0, 6, 0, 5, 2, 5, 6 und 3. Da unsere Faktoren jeweils zwei Nachkommastellen hatten, setzen wir folglich das Komma nach der vierten Stelle von rechts und erhalten 3652,5060. Gerundet ist der Edelstein also 3652,51 € wert. Puh, diese Aufgabe war nicht sehr leicht, oder? Genauso wie die Säcke mit Edelsteinen, die Bernie und Alex nun zu ihrem Raumschiff zurücktragen. Die Mission war also ein voller Erfolg und sie begeben sich wieder auf die lange Heimreise. Gut, dass sich Alex noch einige Beispiele für unterwegs mitgenommen hat. Wenn du willst, kannst du sie auch durchrechnen. Die Lösungen findest du am Ende vom Video. Ich verabschiede mich fürs Erste und würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Lernzyklus wiedersehen. Also, bis bald!